und herzlich willkommen zum Trainingstuesday aus Nordkirchen. Heute geht es um den 30 Meter Annäherungsschlag und welche Variationen ihr habt, um diesen Schlag zu spielen. Also, wenn ich einen 30 Meter Annäherungsschlag habe, wie hier in dieser Situation bei uns an der Bahn 11, spiele ich grundsätzlich mein Eisen, mein Sandeisen. Und ich weiß genau, wenn ich einen 30 Meter Schlag habe, wie weit ich ihn etwa ausholen muss, um meinen 30 Meter Schlag mit dem Sandeisen zu spielen. Das war jetzt meine 30 Meter Ausholbewegung und der Ball ist jetzt genau neben der Fahne gelandet. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben die Fahne hier recht weit im Grün, also man muss jetzt nicht unbedingt mit dem Sandeisen den Annäherungsschlag spielen. So könnte man jetzt in dieser Situation auch das Pitching Wedge nehmen und mit dem Pitching Wedge diesen Schlag spielen. Ich hole jetzt etwas weniger aus und versuche dann mit dem Pitching Wedge den Ball jetzt über 30 Meter an die Fahne zu spielen. Wie ihr seht, auch das hat ganz ordentlich geklappt. Auch hier liegt der Ball ähnlich weit weg wie mein Sandeisen. So, die dritte Möglichkeit, die ihr dann hier noch habt, wäre jetzt das Achtereisen. Ich kann jetzt den Ball, da ich genügend Platz im Grün habe, den Ball auch noch mit dem Achtereisen hinrollen lassen. Also probieren wir das jetzt hier mit dem Achtereisen. Und wie ihr seht, der Ball kommt vorne auf und rollt hin zur Fahne. So, ich habe nun alle drei Bälle, Sandeisen, Wedge und Achtereisen, etwa gleich weit von der Fahne weggespielt. Wichtig wäre es für euch, wenn ihr solche Schläge trainiert, variiert. Nehmt ein Pitching Wedge dazu, nehmt ein Achtereisen dazu und versucht in allen Situationen mal mit allen Schlägern zu spielen, um herauszufinden, welcher Schläger ist denn für mich in dieser Situation der bessere. Vielleicht ist nicht immer das Sandeisen der ideale Schläger, vielleicht ist es für viele Spieler das Pitching Wedge, vielleicht aber auch sogar das Achtereisen. Wenn ihr euer Training so gestaltet, dass ihr mit all diesen Schlägern etwas mehr eure Annäherung trainiert, wird es euch auch wieder gelingen, deutlich häufiger eine sehr gute Annäherung zu spielen, dann vielleicht nur ein Putt zu spielen und es gelingt euch dann auch ein Paar, ein Bogey, das dann gerettet werden kann durch eine sehr gute Annäherung. Also nicht immer nur beim Sandeisen bleiben, versucht zu variieren bei diesen Annäherungsschlägen und es wird deutlich besser werden bei eurem Score. Viel Spaß beim Üben, bis bald, euer Matthias.